Kutan Immobilien. Wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am 17. Januar lud der Bürgermeister von Limburger Hof, Dr. Peter Kern, zum Neujahrsempfang ins Rathaus in den Kultursaal ein. Mit der Purzelgarde des ersten Karnevalsvereins Limburger Hof startete das Programm, bevor die Schornsteinfeger als Glücksboten ihre Botschaft überbrachten. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Kern, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste, wir sehen aufs alte Jahr zurück und haben neuen Mut. Ein neues Jahr, ein neues Glück, die Zeit ist immer gut. Und dass die Zeichen in Limburger Hof nicht schlecht stehen, symbolisierte dann Metzgermeister Wolfgang Hart, der dem Bürgermeister die symbolische Amtskette aus feinster Wurstware überreichte. Tatsächlich hattest du mir auch schon mal diese Wurstkette umgehängt und du kannst ruhig sein, deine Wurst hat kein Fett. Zum Wohl allerseits. Die Sternsinger unter der Leitung von Andreas Buschbacher und Thomas Ott brachten schließlich den Segen nach Limburger Hof. Die Heilige, ein König mit ihrigem Stern, sie kommen mit dem Kindlein, das Opfer so gern. In seiner Neujahrsansprache gab Bürgermeister Peter Kern einen Rückblick und darüber hinaus, denn es war sein letzter Neujahrsempfang als Bürgermeister. Im März wählt die Gemeinde ein neues Gemeindeoberhaupt und Dr. Peter Kern tritt nicht mehr zur Wahl an. Deshalb war mir die Frage nach der, wie ich es nenne, inneren Verfassung unserer Gemeinde immer die Leitfrage in allem Tun und Entscheiden. Anschließend gab es eine Dia-Show, die Impressionen aus der Rheinpfalz-Gemeinde präsentierten. Das Programm abgerundet haben Lara Bäumer und Sabrina Hoke mit einer eigenen Tanzchoreografie Die kleine Träumerei. Ja, und den krönenden Abschluss im vollbesetzten Kultursaal in Limburger Hof gab es mit Gesang von Volker Bengel, der am Flügel von Dr. Peter Kern begleitet wurde. Dr. Kern, heute Neujahrsempfang hier in Limburger Hof, Sie als Bürgermeister. Es war Ihr letzter Neujahrsempfang aufgrund dafür, dass Sie aufhören in Limburger Hof. Es sind Wahlen, Sie waren jetzt 16 Jahre dran. Wie sind Ihre Gefühle? Ach, das eine ist, ich bin froh, dass ich Zeit habe für meine Frau und meine Enkel und für meine Hobbys. Und je näher der Abschied kommt, desto mehr habe ich aber auch so ein bisschen Wehmut, weil ich doch merke, dass ich das sehr, sehr gern gemacht habe. Was würden Sie, wenn Sie jetzt Ihre gesamte Amtszeit Revue passieren lassen, was würden Sie so als Highlight herausstellen? Ach, es waren eigentlich die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dann aber ganz besonders, ja, was ganz Schlichtes, Einfaches. Vorlesen in den Schulen, bei den Kindern, die Gespräche mit Kindern. Das hat mir eigentlich ganz arg viel gegeben, aber dann auch die Lebenserfahrung mit älteren Bürgern auszutauschen. Wir haben ja sehr viele ältere Bürger, haben Sie vielleicht gehört, die über 100 Jahre alt sind und noch so fit sind. Und mit denen zu erzählen, wie sie das Leben einschätzen und was sie so erhalten hat, das hat mich sehr, sehr bereichert. Ja, vor allen Dingen großer Respekt vor Dr. Peter Kern, der diesen Abend wieder sehr exzellent gestaltet hat.
Und man macht sich schon die Gedanken, wie wird man das dann selbst gestalten. Wird eine schwierige Nummer, das noch zu toppen, was er in den letzten Jahren aufgebaut hat. Aber ich habe so die eine oder andere Idee. Aber erst einmal die Wahl abwarten und dann kann man schauen, ob man es umsetzen kann.